Mit natürlichen Heilmitteln dauerhaft gesund bleiben. Das erfährst du in diesem Kanal. In Schwarzkümmelöl befinden sich verschiedene wichtige Nährstoffe und Fettsäuren. Diese wichtigen Elemente können vom Körper nicht hergestellt werden und müssen durch die abwechslungsreiche Ernährung zu sich genommen werden. Nicht jeder ernährt sich dementsprechend, daher eignet sich Schwarzkümmelöl am besten. Das kaltgepresste Schwarzkümmelöl enthält Monosaccharide, Linol und Linolensäure, also Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren. Außerdem sind zahlreiche Vitamine und Aminosäuren in Schwarzkümmelöl enthalten. Diese sind unter anderem sehr unterstützend beim Wachstum. Bei Kindern und Jugendlichen braucht der Körper Arginin. Dies ist ebenfalls unter den Aminosäuren im Schwarzkümmelöl vorzufinden. Daher ist die Aufnahme von Schwarzkümmelöl für Kinder und Jugendliche ebenfalls sehr vorteilhaft. Außerdem befinden sich in Schwarzkümmelöl Natrium, also eine Förderung der Impulsweitergabe, Herzrhythmus und die Muskelarbeit. Kalium unterstützt die Zellfunktion, besonders die Muskulatur und die Nerven. Eisen stärkt das Immunsystem, beugt Haarausfall und schwache Nägel vor, treibt außerdem den Sauerstofftransport an, stärkt die Konzentration, stärkt die Hautelastizität und Calcium, was zuständig für die Festigkeit der Knochen ist. Weiterhin enthält Schwarzkümmelöl Carotin. Was ist Carotin? Carotin wird von der Leber zu Vitamin A umgewandelt und beugt die Schädigung von Zellen sowie Krebserkrankungen vor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert, damit ihr die neuesten Videos seht. Bewertet das Video und schreibt unten eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und vergisst nicht, bleibt gesund.